Das ist Frau Haider, Propsteisekretärin in Salzgitter-Bad. Sie packt schon ihre Sachen, denn sie zieht zu Frau Navo nach Salzgitter-Lebenstedt. Zwei Sekretärinnen, zwei Pröpste, ein spannender Fusionsübergang in Salzgitter. Herr Teichmann, warum ist eine Fusion der Propsteien sinnvoll? Um als evangelische Kirche in Salzgitter für die Menschen da zu sein, braucht es die Bündelung von Kräften. Zusammen sind wir stärker, um auf die sich verändernde Situation zu reagieren angesichts zurückgehender personeller und finanzieller Ressourcen. Es ist von Vorteil, gemeinsam in der einen Stadt Salzgitter und in Kirchengemeinden der Landkreise Wolfenbüttel und Peine zu agieren, als ein evangelischer Partner. Wir wollen mit unserer Fusion ein positives Beispiel sein, um auch Kirchengemeinden zu Zusammenschlüssen zu motivieren. Herr Orenski, zwei Pröpste und sonst auch noch alles doppelt? Ja, fast. Unsere Propsteivorstände gehen zusammen, unsere Pfarrkonvente aus Salzgitter-Lebenstedt und aus Salzgitter-Bad gehen zusammen, unsere Propsteisynoden gehen zusammen. Dann werden wir insgesamt nach den Kirchenvorstandswahlen eine neue Synode bilden, einen neuen Propsteivorstand und dann wird unsere Anzahl auf ein Maß reduziert, dass wir gut miteinander verhandeln können. Wie gestalten sich die Vorbereitungen? Nach längerem Vorlauf gab es 2019 einen Neustart. Die Vertreter und Vertreterinnen beider Propsteien haben auf Augenhöhe gute und konstruktive Gespräche und Arbeit geleistet. Somit ist schnell das Vertrauen gewachsen, um auch die Verantwortungsträger in den Synoden und den Kirchenvorständen mitzunehmen. Auch wenn beide Propsteien aus einer unterschiedlichen Geschichte und Tradition kommen, lassen sich doch im Prozess des Zusammenwachsens rasch Ängste und Sorgen abbauen. Da bin ich ganz zuversichtlich. So ist alles bestens vorbereitet und wir starten am 1. Januar 2024 und packen aufkommende Fragen Stück für Stück an. Wann ist denn alles unter Dach und Fach? Es ist jetzt schon. Wir haben unterschrieben, die Synode hat beschlossen. Alles ist in trockenen Tüchern. Ein erster Testlauf ist vielleicht der traditionelle Epiphanias-Empfang, den wir am 6. Januar gemeinsam in Salzgitter-Bad in der Heiligen Dreifaltigkeit feiern werden. Und wir werden eine Künstlerin, eine Schauspielerin aus München zu Besuch haben, die vom Improvisationstheater kommt. Und sie wird uns einen Vortrag halten unter dem Titel »Dem Chaos entspringt die Ordnung. Erwarte das Unerwartete.« Ich glaube, die Fusion ist abgeschlossen in 2 oder 3 Jahren. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.